Was geht ab, meine Freunde? JB's am Start. Wir sind gerade noch im Hotelzimmer in Berlin. Zweiter Tag Berlin für uns. Und ja, wir machen jetzt mal so ein bisschen Abcheckerei, ein bisschen Social Media und Nico muss seine Miete überweisen. Muss man mal machen. Genau. Und ja, heute wird es wieder ein Zuschauertreff. Darauf freuen wir uns schon. Und wir werden später auch noch die Lochis besuchen. Die geben Autogramme um 18 Uhr im Alexa Mediamarkt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Nico wird jetzt duschen gehen. Wie gesagt, wir checken noch ein bisschen ab. Und dann wollen wir noch zum Brandenburger Tor, ne? Ja, und Reichstag. Hoffentlich schaffen wir das und schlafen nicht ein. Also, Freunde, Frühstück war übrigens lecker. Ja. War fast so gut wie in Stuttgart. Stuttgart ist bis jetzt Vorreiter, was Frühstück angeht. Das stimmt. Und ich glaube, das wird auch keiner mehr toppen. Hannover vielleicht noch, aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Okay, Freunde, bis gleich. So, Freunde, auf geht's in die City. Wir driven jetzt ein bisschen zum Brandenburger Tor. Und Reichstag, checken da ein bisschen aus, spazieren dann eine Runde und ja, später. Alright. So Leute, wir sind jetzt gerade hier ein bisschen essen. Licht ist ein bisschen minus. Wie geht's? Und richtig zufällig, wir sind ja gerade in Berlin, das ist wie weit von uns zu Hause? 500 Kilometer, Ja, 500, 560 600 Kilometer. so. Und wir haben einfach jemanden aus unserer Heimat getroffen. Aus unserer Schule. Weißt du, wir sind hier einfach nur an einer Dönerbude, essen gerade einen Döner. Und dieses Mädchen war damals bei uns an der Schule. Wir hatten schon ein bisschen was miteinander zu tun, ne? Ja, ich habe auf jeden so. Fall mal bei der zu Hause in der Scheune gepennt. Ja, habe ich was echt. Echt? Ja, bei den Pferden. Und das ist einfach viel zu krass, dass wir uns hier wieder treffen. Einfach so nach zufällig. Wie vielen Jahren? Drei? Boah, wir haben uns bestimmt 3 Jahre nicht gesehen, ja. Das ist heftig einfach. Das ist viel zu krass. Und deswegen wollte ich das einfach jetzt hier mal an der Stelle nur festhalten. Ich weiß, es juckt euch gar nicht, aber das ist mir egal. Mir war das jetzt wichtig. Voll okay. Und es geht jetzt direkt weiter, gleich zum Brandenburger Tor. Wie schon gesagt, gucken wir uns ein bisschen an und CD. Was geht ab? Wir sind jetzt am Reichstag angekommen. Er ist hier im Hintergrund ein bisschen. Da lebt der Reichstag mit Nico. Wie geht's? Mir geht's gut, und euch? Ja, ey. Ich habe überlegt, da ist ein bisschen. Guck mal, da lebt ein Vogel. Der chillt am Loch. Was tut er da? Soll ich den mal angreifen gehen? Geh. Also nicht angreifen, aber. Okay, ich habe gedacht, der ist verletzt, man kann ein bisschen essen. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier im Reichstag, laufen ein bisschen rum, machen ein paar Fotos, vielleicht noch das ein oder andere Video. Vielleicht, ey. Gehen dann zu Fuß zum Brandenburger Tor, ich denke mal, da wird man uns wieder sehen. Kann man mal machen. Und ja, ein bisschen gucken, machen. Tun. Ja, leben ein bisschen. Das ist ein Sinn, das wir gehen. So, Freunde, wir sind jetzt hier direkt an der nächsten Attraktion angelangt. Dem Brandenburger Tor bisschen. Werden jetzt auch die Straße da durchgehen und weil wir jetzt eh wieder zurück müssen zum Alexplatz. Wir haben gerade grüne Ampel bekommen, deswegen gehen wir jetzt hier. Brandenburger Tor, wieder eine Attraktion abgeklappert. Eigentlich gehe ich hier nur lang für Nico, weil ich war hier, boah, ich glaube, ich habe sogar mal das Brandenburger Tor abgeleckt. Ja. So oft war ich schon hier. Also richtig nicht lohnt. Nein, war nur Spaß. Ich freue mich natürlich immer wieder hier zu sein. Guck mal, schon sind wir wieder im Osten. Wie geht's? Schon sind wir wieder im Osten.
Ja, Brandenburger Tor ein bisschen. Gehen wir jetzt durch. Und dazu nehme ich euch noch mit. Lass mal genau Mitte. Ah, geht gar nicht, korrekt. Wie geht's? Oh, hey, ja! Oh. Was geht ab? Wie geht's? Wie geht's? Wir gönnen uns gerade richtig private Tour hier. Eine kleine Fahrradtour hier durch Berlin. Eigentlich wollen wir nur zum Alexplatz zurück, wir haben keine Lust zu laufen. Ja, wir haben nämlich gleich das Zuschauertreffen, deswegen. Genau. Und ich mache ein paar Schnittbilder und sowas hier mit meiner Cam. Ah, kann man bestimmt machen. Und dann melden wir uns gleich wieder vom Alex. Ja, Freunde, ich habe ein bisschen vergessen zu vloggen. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder hier beim Zuschauertreffen und hier sind wieder so ein paar Menschen. Ja, gut, ich bin gefreut. Verdammt. Hi. Ja, hier sind hauptsächlich wieder dieselben wie von gestern. So 1, 2, 5 neue Gesichter sind wieder da. Und wie geht's? Fall nicht. Ja. Wir sind jetzt hier wieder ein bisschen am Chillen, am Reden und dies und das. Und, ja. Gleich geht's zu den Lochis, Bruder. Ja, bis Lochis. Da. Ja. Lochis! Oh, Freunde, ich hab keine Lust. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt unterwegs zu den Lochis. Hier will noch jemand Hallo sagen. Hallo! So, hier auch noch. Hallo! Wir gehen jetzt zu den Lochis und schauen mal, was bei denen so abgeht. 18 Uhr ist ja Autogrammstunde bei denen. Achtung, Mülleimer. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie es dir geht und warum. Eigentlich soll ich dir noch eine Nachricht von Manuel überbringen. Mal gucken, ob wir überhaupt so weit vorkommen. Und ich denke mal, wir werden uns da wieder sehen. Freunde, wie geht's? Wir sind angekommen. Und gucken uns das jetzt mal an, so ein bisschen. Ja, cool. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Vielleicht kriege ich ja meine Nachricht noch übermittelt. Ich glaube eher nicht. Wir schauen mal, wie viele anstehen. Und ja, ich dachte auch irgendwie, dachte ich, das sind irgendwie weniger. Wie geht's? Ich zoome noch komplett raus. Wie geht's? Ja, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Ja, ja, ja. Wie geht's? Cheeseburger gestern und Hamburger. Ist von Spring und noch. Ja, wir checken jetzt so ein bisschen ab, was hier abgeht. Ansonsten rumchillen und so, ne? Genau. Lochis, beste Leben. Props an euch. Wie geht's? Lochiversum. Lochiversum. So, Freunde, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer, waren gerade noch ein bisschen Foden bei McAD. Haben auch bei Netto etwas für einen Kollegen eingekauft, wovon wir wissen, dass der sehr mag hier aus Berlin. Und ja, wir überlegen gerade, was wir noch so ein bisschen machen können. Da sitzt Anne. Lee. Hey. Wie geht's? Hi. Und Peter sitzt da. Peter, wie geht's dir? Ja. Und wir sind jetzt noch so ein bisschen am Lungern, überlegen, was man tun kann. Was kann man denn tun? Ja, eben, keine Ahnung. Schau mal, finden wir schon was. Deswegen überlegen wir weiter. Und dann, keine Ahnung. Tschüss. Tschüss. Was geht ab? Ich bin wieder im Hotelzimmer, weil ich Dussel vorhin vergessen habe, meine Cam mitzunehmen. Weil ich ein Dummkopf bin. Und ja, ich erzähle euch jetzt noch kurz, was wir gemacht haben. Freunde, wir waren in der Innenstadt mit Anne ein bisschen essen. Haben richtig lange gequatscht. Die hat noch zur Bahn gebracht. Wir haben jetzt gut 3:15.
Werde jetzt gleich noch mit Nico das Video für morgen aufnehmen, Hannover ein bisschen. Und ja, das war unser Tag in Berlin, unsere zwei Tage in Berlin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hier an der Stelle nochmal danke an alle, die gekommen sind. Und ja, haltet die Ohren steif, ne? Tschüss.